Hallo, willkommen in Schloss Lütetsburg. Ich möchte diese Gelegenheit verwenden, um über eine Golfreise in Südafrika im Dezember zu sprechen. Im Februar in diesem Jahr habe ich genau die gleiche Reise gemacht und ich und alle Teilnehmer waren wirklich sehr, sehr begeistert. Also die Reise hat zwei große Teile. Ein Teil ist in Kapstadt und zweite Gartenroute. Wir spielen 8-mal Golf und in der Mitte, wir müssen von Kapstadt zur Gartenroute fahren, halten wir kurz vor der Gartenroute in ein Lodge an, also Gondwana. So in Kapstadt werden wir in Stellenbosch wohnen, so richtig in der Weinregion. Wir spielen Arendvale, da war eine Weltmeisterschaft schon, und der Salzer. Dann spielen wir auch Clovelly. Clovelly ist sehr beliebt und wir spielen auch Stellenbosch Golf Club. Diese Golfreise geht nicht nur um Golf. Ja, wir spielen 8-mal Golf, aber es gibt auch Sightseeing. Und an einem Tag, an einem golffreien Tag, werden wir Kap der Guten Hoffnung besuchen. Aber nicht nur Kap der Guten Hoffnung, der südwestlichste Punkt von Afrika. Wir werden die Pinguine besuchen. Wir werden die Küste entlang fahren, Chapman's Peak, Hout Bay, Camps Bay. Wir werden sehr, sehr schön Fisch, ich hoffe, dass du Fisch magst, Fisch essen in Kalk Bay. Und dann gibt es einen zweiten Sightseeing-Tag in der Kapstadt-Teil. Und da besuchen wir den Weinfarm von meinem Landsmann Ernie Ace. So, nach Kapstadt fahren wir Richtung Gartenroute. Um dorthin zu kommen, fährt man über Klein Karoo, so eine Halbwüste. So, das ist ganz spannend. Das ist so eine 4,5- bis 5-stündige Fahrt. Und dann machen wir den besten Übergang überhaupt. Wir bleiben im Gondwana Lodge und da wohnen wir so luxuriös, so Mitte im Game Reserve. Nach Gondwana fahren wir weiter zur Gartenroute und fangen in Mossel Bay an. Und du weißt, was in Mossel Bay ist. In Mossel Bay ist, was für mich ist, der schönste Golfclub überhaupt. Und das ist Pinnacle Point. Wir fahren dann nach Neisne. Da werden wir wohnen in The Moorings für die zweite Hälfte dieser Reise. Und von diesem sehr gut gelegten Hotel können wir zu drei anderen Golfplätzen fahren. Und das ist Pazula. Pazula ist auch an der Küste sehr ähnlich zu Pinnacle Point, fast genauso top. Simole, das ist ein bisschen in den Bergen, da sieht man ganz viel Tierleben, Baviane, ach, alles Mögliche. Und wir spielen Plettenberg direkt am Wasser. Auch an der Gartenroute haben wir einen Tag zur freien Verfügung und da fahre ich sehr, sehr gerne mit meinen Gästen zu Storms River Mouth. Das ist ein Nature Reserve. Wir gehen auf eine Brücke und laufen über Wasser. Das ist so ein Kilometer Spaziergang, richtig durch Urwald durch. Es macht einfach Spaß. Ein ganz genießbarer Teil dieser Reise ist, was wir abends tun. Und abends werden wir das schöne Essen und Wein von Südafrika genießen. Wir werden immer zu einem neuen Restaurant gehen, so richtig einheimisch. Und da wirst du das Essen von Südafrika sehr genießen. Ich hoffe, dass ich es etwas schmackhaft für dich gemacht habe. Falls du Fragen zur Reise hast, bitte unten klicken. Da ist ein Link zum Flyer und da kannst du gerne mich anrufen oder den Veranstalter Pierpina Golfreisen. So, hoffentlich bis bald.